Heute schauen wir uns das Thema eigene Webseite erstellen an. Ich erzähle dir, wie du deinen eigenen Blog erstellen kannst mit ganz einfachen Mitteln, welchen Anbieter du wählen solltest, ob man da etwas falsch machen kann. Kleiner Spoiler, ja, kann man. Aber keine Sorge, ich werde dir Schritt für Schritt in diesem Video alles erklären, wie ich es gemacht habe, auch meine persönlichen Erfahrungen mit einbringen und dir natürlich auch erzählen, was der ganze Spaß kostet. Mein Name ist Sina, ich bin seit über 5 Jahren Foodbloggerin, inzwischen auch damit selbstständig und auf meinem Foodblog zeige ich dir, wie einfach und schnell Kochen sein kann. Auf diesem Kanal hier möchte ich dir die Themen Bloggen, Social Media, aber auch das Thema Selbstständigkeit möglichst einfach vermitteln. Ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, das Video von vorne bis hinten durchzuschauen, dir Notizen zu machen und dir vielleicht einen Kaffee zu schnappen, so wie ich, damit du es dir einfach ein bisschen gemütlich machst. Also lass uns mal starten mit 4 guten Gründen, warum du einen Blog starten solltest. Ich habe dazu bereits schon was auf Instagram gepostet, das findest du hier. Und zwar ist ein Blog ja eigentlich die einzige Möglichkeit, wirklich unabhängig zu sein und auch dein eigenes Business aufzubauen. Denn von den Social Media Plattformen bist du immer abhängig, du weißt nie, was passiert und dein eigener Blog gehört dir und du kannst ihn selbst so gestalten, wie du möchtest. Zweiter Punkt ist, dass du einen zentralen Ort hast, wo du deine ganzen Rezepte auch sammeln kannst, beziehungsweise wenn du einen anderen Blog führen möchtest, wo du eben deine Artikel runterschreiben kannst. Drittens dient es zur Steigerung deiner Reichweite, denn wenn du es richtig machst, dann gelangst du bei Google auf die ersten Seiten und wirst dort eben auch gefunden. Außerdem kannst du das Ganze pushen, indem du die Beiträge auch auf Pinterest verlinkst. Dazu mache ich aber auch nochmal ein extra Video. Und was natürlich mega cool ist, ist, dass du dir eine Einnahmemöglichkeit schaffen kannst. Das Ganze kannst du realisieren über zum Beispiel Google Ads oder auch über andere Programme. Ich bin jetzt zum Beispiel in ein anderes Programm gerutscht, weil meine Reichweite inzwischen groß genug ist und dadurch habe ich auch höhere Einnahmen. Zweite Möglichkeit wären Affiliate-Links. Es gibt aber auch noch diverse andere Möglichkeiten, die wir gerne mal in einem anderen Video besprechen können. So, und viertens, ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte, ist, dass du auffindbar bist und professioneller bist. Du bist zwar genauso professionell, wenn du keinen Blog hast, aber das weiß ja keiner. Und für Kunden wirkt es einfach ziemlich unprofessionell, wenn du keine eigene Webseite hast und nirgendwo im Internet zu finden bist. Weitere Inhalte ergänzend zu diesem YouTube-Kanal findest du auf meinem Instagram-Account, wie auch diesen Beitrag. Und ja, folg mir da sehr, sehr gerne, wenn du eben noch mehr Input haben möchtest. Das waren jetzt erstmal gute Gründe, warum du überhaupt einen Blog starten solltest. Ich hoffe, das hat dich richtig motiviert. Jetzt schauen wir uns aber an, welchen Anbieter du dir aussuchen solltest. Mit Anbieter meine ich sowas wie Jimdo, Wix, Strato. Der Unterschied ist da, dass du zum Beispiel bei Strato etwas selber hostest. Bei Wix und Jimdo wird das Ganze gehostet, aber die Webseite wird auch von denen zur Verfügung gestellt. Das heißt, du bist gar nicht der Besitzer dieser Webseite. Die gehört nicht dir. Das ist natürlich ziemlich problematisch, wenn du eigene Inhalte erstellen möchtest. Deswegen rate ich dir, und du kannst auch gerne mal dazu recherchieren im Internet, du wirst ganz, ganz viele andere Expertenmeinungen hören, die dir wirklich davon abraten, das Ganze bei solchen Anbietern machen zu lassen. Also ich meine jetzt Wix und Jimdo zum Beispiel. Du solltest besser darauf setzen, das Ganze in deiner Macht zu behalten, also das Ganze bei einem Anbieter zwar hosten zu lassen, weil du kannst ja schlecht deine eigene Serverfarm zu Hause aufbauen. Also Hosting ist super, achte aber auch darauf, dass du keinen Massenanbieter wie den eben genannten wählst. Ich habe da sehr, sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wir kommen aber gleich zu einem Positivbeispiel, wie du das Ganze besser hosten kannst. Wenn du eine Website selber hostest, dann brauchst du quasi noch eine Blog-Plattform. Die meisten nutzen dort WordPress. Der große, große Vorteil an WordPress ist, dass es kostenlos ist. Verwechsel das bitte nicht mit WordPress.com, das ist was anderes. WordPress.org, das ist eine Open-Source-Plattform, das heißt, du kannst das Ganze kostenlos für deinen Blog einbinden. Weiterer Vorteil ist, dass ganz, ganz viele andere Personen WordPress als Basis nutzen. Das heißt, es ist extrem gut dokumentiert und du findest auf Google eigentlich immer eine Lösung, nicht nur eigentlich, ich habe bisher noch nie keine Lösung gefunden zu einem Problem. Und ja, es lässt sich eben beliebig erweitern durch sogenannte Plugins. Ein Plugin kannst du dir vorstellen wie eine ganz kleine Erweiterung, die du innerhalb deines WordPress-Systems nutzen kannst. Das kann sowas sein wie ein Rezept-Plugin. Sprich, ich habe zum Beispiel so ein Rezept-Plugin bei mir installiert und dann wird unten auf der Webseite das Rezept nochmal mit den Anleitungsschritten kurz und knackig zur Verfügung gestellt in so einem kleinen Snippet und das Ganze kann dann von dem Nutzer auch ausgedruckt oder gespeichert werden. Was du außerdem noch brauchst, wenn du deine Webseite startest, ist natürlich die Domain. Also in meinem Fall ist das www.cuisini-blog.de.
Die Domain sollte dann natürlich deinem Blognamen bzw. deiner Blogmarke entsprechen und du solltest vorher einmal checken, ob die noch verfügbar ist. Das kannst du entweder bei dem entsprechenden Anbieter machen oder auf einer unabhängigen Website. Ja, und in meinem Fall habe ich das so gemacht, dass ich den Hosting-Anbieter und die Domain zusammengeholt habe. Das ist dann eben in einem Schritt möglich. Ich sehe jetzt gar keinen Grund dazu, das getrennt zu machen. Könntest du theoretisch auch machen. Wenn dir das Video bis hierhin schon mal gefallen hat, dann lass mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir und dem Kanal extrem weiter. Kommen wir wieder zurück zum Hosting, also zu dem Anbieter, wo du deine Webseite hosten lässt. Das ist der Part, wo du am meisten Gedanken und auch am meisten Recherche reinstecken solltest. Ich hoffe, ich kann dir das jetzt mit diesem Video etwas erleichtern bzw. abnehmen und ein paar Punkte klarstellen. Ich bin damals leider wirklich nur nach dem Preis gegangen. Ich war arme Studentin, konnte mir das nicht leisten, fand es super ansprechend, dass ich den Namen dieses Anbieters kannte und habe im Laufe der Zeit auch festgestellt, dass meine Webseite sehr, sehr langsam lädt. Das heißt, wenn ich sie geöffnet habe, dann war da die ganze Zeit so ein Rädchen. Ich hatte das so eingestellt, weil sie eben so lange geladen hat, dass erstmal mein Logo erscheint und danach, wenn alles geladen ist, sozusagen die ganze Webseite angezeigt wird, was ja nicht normal ist. Also wo ist das heutzutage noch so? Ja, dann habe ich natürlich erstmal versucht, alles zu optimieren, also die Bilder kleiner gemacht und so weiter, hat aber auch nichts gebracht. Und irgendwann bin ich dahinter gekommen, dass das an dem Anbieter liegt. So, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was es für Anbieter überhaupt gibt. Kann ich dir auch gerne nochmal einen Vergleich unten verlinken, dass du dir dann ein ganz allgemeines Bild drüber machen kannst und dich auch auf neutraler Basis einmal informieren kannst. Und ich habe mich dann für einen Anbieter entschieden, der überall in den Rankings sehr, sehr hoch war, wo die Kundenzufriedenheit sehr hoch ist, wo die Ladezeiten sehr, sehr schnell sind. Und auch die Ausfallzeiten, da solltest du immer drauf achten. Denn es bringt dir ja nichts, wenn du eine Webseite hast, schlimmstenfalls sogar einen Shop, der Geld generiert und dieser Shop plötzlich nicht mehr erreichbar ist und ja, du Einnahmeverluste dadurch hast. Ich habe mich dann im Endeffekt für den Anbieter WebGo entschieden. Da ist das Hosting auch, also die Server stehen innerhalb Deutschlands und ich finde alles sehr, sehr transparent. Ich kann dir das gleich mal zeigen. Link packe ich dir übrigens auch unten rein. Man sieht dort eben sehr schön aufgeschlüsselt, was du dort erhältst. Also es gibt verschiedene Stufen, einmal Starter, Profi, Business und Power. Es wird hier empfohlen, Business zu wählen. Ich persönlich habe den Profi-Tarif, bekommst auch noch SSL-Zertifikat dazu bei dieser Stufe. Deswegen würde ich dieses hier auch nicht wählen, Starter, sondern direkt mit Profi loslegen. Und siehst hier transparent, das ist eben ein wichtiger Wert, wie viele Kunden auf einen CPU-Kern gelagert werden. Wichtig ist auch noch der Speicherplatz. Das heißt, da solltest du auch bei anderen Anbietern immer darauf achten, dass du da nicht zu wenig Speicher hast, weil der ja irgendwann auch voll ist. Und hier siehst du, dass du zum Beispiel auch 6 kostenlose Domains mit enthalten hättest. Das heißt, du kannst dir sogar mehrere Domains, so habe ich das jetzt gemacht, einmal für meinen Cuisini-Blog. Dann habe ich noch einmal für Foodblogger werdende Seite. Dann habe ich mir meinen Namen noch gesichert, wenn ich unter dem mal irgendwas machen möchte. Und so kannst du dir eben, ohne dass du die Domains nutzen musst, kannst du die schon mal sichern. Hier geht es dann weiter. Hier könntest du dann deine Domain checken. Also wenn ich jetzt sage Cuisini-Blog, einmal bitte prüfen. Dann wird mir dort direkt angezeigt, ob meine Domain schon belegt ist. Ja, ist sie. Ich besitze sie nämlich schon. Und man könnte hier aber noch sehen, was verfügbar ist. Das wird dir dann auch direkt angezeigt, also die Alternativen. Ich persönlich würde dir immer empfehlen, eine .de-Domain zu nehmen. Org.net könnte man zur Not auch machen, aber ich finde, ja, .de ist immer am schönsten und professionellsten. Mal ein Schlückchen Kaffee trinken, sonst wird der kalt hier. Wie gesagt, informier dich da, mach dir selber ein Bild. Ich kann es dir aber nur ans Herz legen. Ich bin jetzt seit über einem Jahr, inzwischen wenn nicht sogar schon länger, bei WebGo, der Wechsel war auch super reibungslos. Ich hatte mal eine Frage zu diesem SSL-Zertifikat, weil ich dann höheres Zertifikat quasi genommen habe. Und obwohl die damit eigentlich nichts zu tun hatten, mit meiner Frage zumindest, ich da direkt eine Info bekommen innerhalb von wenigen Minuten. Und ja, mir wurde weitergeholfen. Das fand ich sehr beeindruckend. Außerdem hatte ich noch nie Ausfallzeiten oder sonst irgendwas. Meine Seite rennt, also die ist inzwischen wirklich schnell. Ja, deswegen, ich kann nur Positives sagen. Ich hab noch keinen Kritikpunkt gefunden und auch bei anderen, wo ich mir mal Tutorials angeschaut habe, die schwärmen von WebGo. Ich habe recherchiert, es gibt ein Affiliate-Programm von WebGo und ich habe mir gedacht, da ich selber so zufrieden bin und euch das eh in diesem Video empfehlen werde, dass ich dort in das Partnerprogramm versuche reinzukommen, um für euch auch noch was rauszuholen. Und das ist mir tatsächlich gelungen. Ich habe mich allerdings mit meinem Cuisini-Profil beworben, aber ist ja wurscht, ich bin ja ein und dieselbe Person. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ihr 6 Monate lang das Ganze so oder so gratis bekommt mit dem Code Cuisini. Packe ich euch unten auch nochmal rein.
könnt ihr nochmal 5 Euro zusätzlich sparen. Das heißt, ihr braucht jetzt auch, glaube ich, gar nicht über den Link zu gehen, sondern ihr gebt einfach bei der Bestellung den Code ein und spart dann nochmal 5 Euro. Zahlt 5 bis 10 Euro im Monat dafür, dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Überlegt mal, wie schnell 5 bis 10 Euro weg sind im Monat. Braucht man nur mal eben zum Bäcker gehen und sich dann ein Croissant und einen Kaffee zu holen und dann ist das Geld futsch. Ich habe leider damals anders gedacht. Ich wollte halt sparen und ich habe nicht dran gedacht, dass es sinnvoll ist, vielleicht erstmal zu investieren, weil ich dann mit meinem Blog ja auch wiederum Einnahmen habe. Und es bringt mir ja nichts, wenn mein Blog total langsam ist. Das hat auch Auswirkungen übrigens aufs Google-Ranking. Wenn die Ladezeit super, super lahmarschig ist, dann habt ihr ein Problem. Dann wird der Blog eben bei Google sehr, sehr schlechte Chancen haben. Dadurch kommen weniger Leute auf eure Seite und sind vielleicht auch unzufrieden, springen wieder ab und das Ganze ist nicht nachhaltig. Deswegen die Herzensempfehlung, sucht euch wirklich einen vernünftigen Anbieter, also investiert in die Zukunft. So, wenn ihr dann euren Anbieter ausgesucht habt, das Hosting-Paket gewählt habt und eure Domain gesichert habt, kommen ein paar E-Mails, dann wird das Ganze bestätigt und ja, müsst ihr noch auf die Freischaltung warten. Und dann könnt ihr, zumindest bei Webco ist es so, könnt ihr eine One-Click-Installation von WordPress machen. Das heißt, ihr braucht nicht mal Ahnung von der Installation zu haben. Ich fand es mega, mega cool. Hier gibt es eine Hilfeseite, wie ihr das Ganze installieren müsst. Und hier gibt es noch einen kleinen Hinweis, habe ich gesehen, als ich mir das angeschaut habe, worauf ihr achten müsst. Ist alles sehr, sehr gut dokumentiert. Ja, und dann könnt ihr euch das Schritt für Schritt durchklicken. Es gibt auch YouTube-Videos dazu. So habe ich das damals gemacht. Ich war gar nicht auf dieser Seite hier, sondern habe einfach geschaut, wie das andere bei YouTube gemacht haben. Ich würde aber immer erstmal auf der Herstellerseite schauen, weil YouTube-Videos ja auch veraltet sein können. Und mir ist aufgefallen, dass die manche Schritte machen, die man gar nicht machen muss. Ja, und deswegen könnt ihr euch hier einmal durchklicken. Ihr seht, das ist auch mit Bildern dokumentiert. Und ja, wenn das Ganze dann installiert ist, wirklich nur einmal ein paar Infos eintragen, dann auf Installieren klicken, dann müsst ihr ein bisschen warten, dann wird es im Hintergrund installiert. Wenn das alles erledigt ist und ihr dann auf eure Domain geht, dann ist da sozusagen die nackte erste WordPress-Installation. Es gibt dann die Möglichkeit über ein Tool, genau hier, eine Coming Soon oder Warteseite zu erstellen. Das heißt, dass man nicht auf eure nackte Seite kommt und dann ja jeden Schritt quasi mitverfolgen kann, sondern dass da erstmal steht, Seite kommt bald. Ihr könnt dann da so einen Text aussuchen. Und dann könnt ihr damit loslegen, euren eigenen Blog zu gestalten. Ich möchte das Video jetzt gar nicht zu lang ziehen. Ich würde sagen, in einem anderen Video schauen wir uns dann nochmal an, wie ihr eine erste Seite erstellen könnt, wie ihr den ersten Beitrag erstellt, was für Einstellungen man treffen muss und wie ihr das Ganze designen könnt mit einem Theme oder auch einem Theme-Builder. Und ich gehe auch nochmal auf das Thema DSGVO ein, was ihr alles beachten müsst. Da kriege ich nämlich super viele Fragen zu und ich hatte da am Anfang auch total viel Respekt vor und auch ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Das schauen wir uns dann aber alles in den nächsten Videos an. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen und euch auch ein bisschen die Angst genommen vor diesem ganzen Wirrwarr. Man ist da ja am Anfang doch immer sehr, sehr unsicher. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ich auch nur eine Person von euch dazu motivieren konnte, jetzt loszulegen mit dem eigenen Blog und ja, da in die Zukunft zu starten. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, mach das unbedingt, damit du die nächsten Teile nicht verpasst. Und schreib mir jetzt gerne mal in die Kommentare, ob du schon deinen eigenen Blog erstellt hast, nur noch unsicher mit einigen Dingen bist oder ob dieses Video dich vielleicht jetzt motiviert hat. Viel Spaß beim Loslegen und bis im nächsten Video.